Mein Vater hat, soweit ich das weiß, von Anbeginn seiner Tätigkeit im Reichsjustizministerium als persönlicher Referent von Gürtner versucht, die Informationen, die ihm zugetragen wurden von Menschen, denen Unrecht geschah und die sagten, da sitzt doch der Donan im Justizministerium, der muss doch helfen können. Und auch von dem, was er hörte, was er auch über die Kabinettssitzungen hörte und erfuhr, er versucht das zusammenzutragen in einer Kartei, von der man hoffen konnte, dass sie für den Fall eines Staatsstreichs und einer Verurteilung Hitlers oder einer Anklage Hitlers, dass man dieses Material nutzen könnte, um eine solche Anklage zu stützen und auch dem Volk klarzumachen, was für ein verbrecherisches Regime, was für eine verbrecherische Partei hier an der Regierung dann gewesen war. Also dafür war es gedacht.